Das letzte, was ich gelesen habe vor über einem Jahr, war, dass die Milzbrandviren aus einem amerikanischen Militärlabor stammten. Oh no! What? Wait a minute, that was us? Brutal German satire. We're back at it again with more Volker Pispers, History of the USA, and Till Wilhelm. Go ahead and hit that like button, hit that subscribe button, and we're gonna go ahead and dive nose deep into this thing. Your boy obviously is learning German, and this is one of the most entertaining ways that I've been learning, man. Volker Pispers is very controversial, but we're gonna go ahead and continue to where we left off last time. Let's not waste any time, los goods. Putin hat gesagt, wenn ich die Amerikaner wäre, ich würde welche finden. That's exactly where we left off last time. Let's go, man. Selbst dafür ist diese Kifferarmee zu blöd. Ja, der Putin war auch mal Chef vom KGB. Der Bush war ja nun mal Mitglied der örtlichen anonymen Alkoholiker. Bush is a very questionable former president, man. I'm not gonna lie. Very questionable. That dude said some very messed up stuff when he was giving a speech about Ukraine. I'm pretty sure you guys know exactly what I'm talking about. I'm not gonna show the clip. I'm not gonna even, like, say what he said just for monetization reasons. But Bush was wilding, bro. Wo sind die Massenvernichtungswaffen? Wo sind die ganzen Gründe für den Krieg geblieben, meine Damen und Herren? Erinnern sich noch an die Gründe für den Krieg? Erst hieß es, der Hussein, der steckt hinter dem 11. September, der hat damit zu tun. Oh my God. Der hat das zumindest finanziert, der steckt mit Al-Qaida unter einer Decke, wenn er nicht sogar der treibende Motor da ist. Als das nicht ausreichte für einen Krieg, hieß es plötzlich, ja, der steht kurz vor der Entwicklung der Atombombe. Der hat Uran angekauft in Afrika. Der englische Geheimdienst von Tony Blair verfügt über ein lückenloses Dossier, das beweist, dass der Uran angekauft hat in Afrika. Als das immer noch nicht ausreichte, da kamen die Milzbrandangriffe. Können Sie sich erinnern? Milzbrandattacken in Amerika. Das oh yeah, I do remember that. That's crazy. I remember like reading about that somewhere. War auch der Hussein, ja klar, sofort. Wer soll das sonst gewesen sein? Jesus. War immer noch nicht genug. Plötzlich kamen die Massenvernichtungswaffen ins Spiel. Der hat Unmenge von Massenvernichtungswaffen. Dann hieß es, der kann innerhalb von einer Dreiviertelstunde ganz Europa angreifen. Auch ein Dossier vom britischen Geheimdienst. Der kann innerhalb von einer Dreiviertelstunde Europa angreifen. Wissen Sie, wer dem britischen Geheimdienst das erzählt hat? Der jetzige Ministerpräsident des Irak, Herr Alawi. Oh. Kennen Sie den eigentlich? Das ist ein alter Geheimdienstmann von Saddam Hussein. Ein alter. Oh, shit. An inside job kind of. Oh, man. Ein Kumpel von Hussein. Die haben in den guten alten Zeiten zusammen die Bevölkerung unterdrückt. Und dann haben die sich zerstritten, wie das bei Verbrechern ja schon mal so passiert. Dang, bro. Der Alawi hat den Kürzeren gezogen, musste fliehen. Abgehauen ist er nach England. Von da aus hat er So Alawi went to England after, like, you know, breaking away from Saddam and stuff like that and decided to come up with some crazy way to do what he was doing back with Saddam, but in another place. That's nuts, bro. Seitdem den Widerstand gegen seinen alten Kumpel Hussein organisiert, mit Anschlägen im Irak und allem drum und dran. Und um endlich die Weltbevölkerung dazu zu kriegen, ihn wieder da zu installieren, hat er den Engländern erklärt, er wüsste ganz genau, der Hussein hätte Waffen, die könnten ihn auf einer Dreiviertelstunde ganz Europa angreifen. Dang. Und dann kamen die Engländer ihn ja jetzt zum Ministerpräsidenten gemacht. Ja. Nicht There was one clap. Did you hear that? There was one clap. Y'all heard that? That one clap, bro. Das von den ganzen Gründen war korrekt. Es war alles erstunken und erlogen. Viele haben das damals schon gesagt. Und wie sagte Herr Schäuble damals auf den Vorwurf, der Krieg ist ungerechtfertigt? Herr Schäuble sagte in einem Vortrag, der Irakkrieg ist eine schlechte Lösung. Hm? Aber eine noch schlechtere Lösung wäre eine gedemütigte Weltmacht USA. I'll make this very short, but I, as a child, said that I felt like the USA, our biggest flaw was we try to police the entire world. If you agree with that, let me know. If you don't agree with that, also let me know. I'll continue. Da können Sie mal sehen, was für ein Kelch an uns vorbeigerollt ist als Bundespräsident. Dang, bro. This man is going crazy right now. Vergessen Sie es nie wieder, das perverse Weltbild des Dr. Wolfgang Opferschäuble. Der Schäuble hat doch im Prinzip gesagt, ein paar tausend tote Iraker sind schlimm. Aber noch schlimmer wäre, wenn die Regierung Bush zugeben müsste, dass sie gelogen hat. Whoa, bro! That's, bro, I'm telling you. So there was a speech that Bush gave, and like one of the soldiers that was a part of the Iraqi war went off on Bush, and he went off on him. He's like, you lied about the war. We were out there. You didn't have to send us out there, but you did. And then they kicked him out of the meeting. They kicked him out of the meeting, bro. And then, like, bro, crazy. Bro, if Bush admitted that he lied about the war in Iraq, to be honest, nothing would happen.
The people who are directly involved would be upset. The public would probably be a little upset, but our attention spans are so short and people are weird. People are very weird. I feel like the people who supported him at the time would try to justify reasons for him and why he did what he did. Tragic, man. Tragic. Saddam Hussein als Hitler, huh? Und inzwischen hat der Bush zugegeben, ja, es war alles erstunken und erlogen. Während Friedbert Pflüger, der außenpolitische Experte der CDU, noch glaubte, nächste Woche finden sie die Massenvernichtungswaffen, hatte Bush schon längst gesagt, ja, wir wissen ja, das war alles gar nicht wahr. Wow. Ich glaube, er hat kein Problem mit dir gehabt. Bush hat da gestanden und hat gesagt, ja, mein Freund Tony Blair glaubt bis heute, dass mit dem Uran, den in Afrika, aber unter uns, das hat mein Geheimnis sich aus den Fingern gesaugt. Die mussten irgendwas nach Hause berichten, die Jungs wollen ja auch ihr Geld verdienen. Oh my God. Und Kontakte zu Hussein müssen wir heute sagen, hat es nie gegeben. 11. September hat der Hussein nichts mehr zu tun gehabt. Milzbrandangriff in Amerika, da haben sie nie wieder was von gehört, oder? Das letzte, was ich gelesen habe vor über einem Jahr, war, dass die Milzbrandviren aus einem amerikanischen Militärlabor stammten. Oh no! What? Wait a minute, that was us? That was us? What? What the fuck? Oh shit, bro. That's so fucked. Danach ist nie wieder was darüber geschrieben worden. Denn dass der Hussein in ein amerikanisches Militärlabor eingebrochen wäre, oh my God, um unbemerkt Milzbrandviren zu klauen, das hätte nicht mal die Merkel geglaubt, meine Damen und Herren. Bro, literally, that don't even make no damn sense, bro. You're saying Hussein broke into an American lab and stole anthrax and then used it. Bro, hell, bro, that would have never happened. Our security is so tight, man. If a feather falls in the wrong place, that thing's getting vaporized. Vaporized. Not happening. That is crazy. I've learned more watching this man stand up than I have ever in a history class. That's crazy. Bush sagt heute, ja, auch die Massenvernichtungswaffen hat er wohl schon länger vorher vernichtet. Wir wissen es heute alles, wir geben es zu, es gab keinen echten Grund für den Krieg und trotzdem war der Krieg gerechtfertigt, sagt der Bush. Er sagt wörtlich, ich... Literally, bro, I remember Bush saying like, yeah, the war was definitely justified. Bro. Musste etwas unternehmen, ich konnte diesen gefährlichen Irren nicht an der Spitze dieses Staates lassen. What? Und meine Damen und Herren, wenn das in Zukunft der Grund für einen demokratisch geführten Krieg ist... Wenn ein gefährlicher Irrer an der Spitze eines Staates steht, ich weiß ja nicht, woran Sie jetzt denken. Oh, sheesh, bro. Aber in Italien würde ich auch schon mal die Jalousien runterlassen. Oder sagen wir es andersrum, in Hessen und Bayern haben die seit Jahren sehr viel Glück gehabt. Oh my God. This man is going crazy right now, man. Saddam Hussein als Hitler. Haben Sie ihn gesehen in seinem Erdloch? Was für eine Fehlbesetzung, ne? Ich sehe Peter Schellatur noch vor mir in den Talkshows vor dem Krieg. Der Hussein, der wird bis zur letzten Patrone kämpfen. Das sind Fanatiker, hat der Schellatur gesagt. Das wird einen Häuserkampf geben. Die Amerikaner werden in Bagdad Haus für Haus erobern müssen. Der Hussein, der wird bis zur letzten Patrone kämpfen. Peter Schellatur, den hat der Vietcong auch nicht voll getroffen. Oh my gosh. Haben Sie gesehen in seinem Erdloch? Nicht schießen, ich bin der gewählte Präsident des Irak. Was für ein Hitler, wa? Ich hab gedacht... Oh my God, dude. Die haben den Tirse da aufgegriffen in Bagdad. What the hell, bro? Zweimal haben die Amerikaner ihren Verbündeten Saddam Hussein besiegt. Und Papa Bush war clever. Der hat den an der Macht gelassen, geschwächt an der Macht. Schiiten, Sunniten, Kurden war sein Problem, weiterhin. Total geschwächt, absolutes Handelsembargo, ein Arschloch im Wandschrank, für eine Weltmacht eine prima Sache. Ja, wenn es zu Hause nicht so läuft, wenn die Konjunktur nicht anspringt, wenn die Praktikantin rumzickt. What the hell? Man holt das Arschloch aus dem Wandschrank, bum, 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 dann kommt er wieder weg. So auch jetzt beim Terrorismus. 11. September, alle sind geschockt, vor allen Dingen in Amerika. Auch zu Recht geschockt. Was können wir tun? Wir müssen... Oh man, this is where things get heated. Do you think that this was an inside job? Just let me know. Comments down below. I'm not even going to even say it. But y'all know exactly what I mean based on what he just said. Do you think that that event was an inside job? I just want to hear what you guys think. Because the way I see it, looking back at it, we have all these precautions to detect all these things.
My question is, how was that not detected? It is very sus. How was that not detected at all? I mean, I don't have any opinion on it really, but it's just like, how was that not detected? Wir müssen etwas tun, wir müssen etwas bombardieren, als Antwort, ja. Bombardieren wir Afghanistan, prima, da ist eh schon alles kaputt, mach los. Also, 4 Wochen Bombardement, super. Terrorismus weg, nee, Taliban sind weg, Terrorismus ist immer noch da. Wir können ja nicht mal Osama Bin Laden fangen, sei mal ehrlich. Aber wir wissen auch, wo ein Arschloch am Wandschrank sitzt. Oh my God. Ja, hat er was mit dem 11. September zu tun? Nee, aber wir wissen, wo er ist. Also, raus damit. Bom, 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 bom. Und was macht der blöde W? Er macht den Wandschrank leer. Ich sah den, ja. Wer ist jetzt in Zukunft schuld? Jetzt haben die Syrer Angst, dass sie in den Schrank müssen. Oh my God. Es geht doch um die Freiheit. Afghanistan war auch besetzt von bösen Russen damals. Da haben die Amerikaner gesagt, der Russe muss da raus, wer kann das für uns machen? Da haben die wieder einen sympathischen jungen Mann gefunden. Osama Bin Laden. Oh my God. Die Amerikaner haben gesagt, Osama, wir rüsten dich auf. So they armed Osama to get the Russians out of Afghanistan, bro. Wow. Und da kämpfst du gegen die gottlosen Russen. Ja, mit wem soll ich denn kämpfen, hat der Osama gesagt. Habt doch hier keine Leute. Diese paar afghanische Freiheitskämpfer, die hier rumlaufen, da kann ich nichts mit tun. Leute besorgen wir dir auch, haben die Amerikaner gesagt. Das war die Geburtsstunde von der Al-Qaida. Oh, sheesh, bruh. Bro, oh my God, he's like the spark notes of history right now. That's crazy, bruh. Denn das Problem in Afghanistan bis heute sind nicht die alten afghanischen Freiheitskämpfer. Das Problem sind die Söldner, die da hingebracht worden sind. Die Amerikaner haben, um die Russen zu vertreiben, da sind die Amerikaner stolz drauf, da brüsten die sich mit. Die haben 100.000 Söldner angeworben. Bro. Die haben mit Hilfe von Saudi-Arabien in den arabischen Ländern 100.000 fanatische junge Moslems angeworben und nach Afghanistan gebracht. Die haben diese religiösen Wirrköpfe, diese zu allem entschlossenen potenziellen Selbstmordattentäter, die haben die praktisch der Hamas unter der Nase weggeschnappt und haben denen in Afghanistan ein besseres Angebot gemacht. Oh my God. Man könnte auch sagen, die USA sind der FC Bayern München des internationalen Terrorismus. Dang, bro, what the heck? Und dann hat der Osama Bin Laden mit seinen Mujahideen gegen die gottlosen Russen gekämpft, mit Unterstützung der Amerikaner, 10 Jahre lang. 15.000 tote russische Soldaten durch Terroranschläge Osama Bin Ladens. War noch Terroranschläge, oder? Frau Merkel, Sie haben noch so ein klares Weltbild. Sie müssen noch mal helfen. Ein Land ist besetzt, Frau Merkel. Oh no. Und eine Gruppe kämpft mit Waffengewalt gegen die Besatzer. Okay. Das ist doch Terrorismus, oder? Sheesh. Hamas oder Hamas nicht? Oh my God. Nach heutiger Logik, nach Sharon-Logik, hätten die Russen damals einfach nur in Washington in der Fußgängerzone mit Kampfhubschraubern Regierungsmitglieder angreifen müssen. What? Um den afghanischen Terroristen den Nachschub abzuschneiden. Aber das hätte sich wahrscheinlich nicht mal der Sharon getraut, sagen wir mal so. Osama Bin Laden hat die Russen vertrieben, nach 10 Jahren. Das Land war komplett zerstört, aber frei. Oh die Amerikaner haben gesagt, super, guckt euch da euer Land, alles ist frei. Ja, es sieht nicht so schön aus. Aber es ist euer Land, viel Spaß damit. Ja, wie total vermint. Habt ihr schon mal Bodenschätze? Ja? Oh my God, bro. Jesus Christ. Man hat die Afghanen im Dreck sitzen lassen. Man hat die ihrem Schicksal überlassen. Was haben die 100.000 Söldner gemacht? Die hatten nie was anderes getan als gekämpft. Die haben weitergekämpft. Die haben sich neue Auftraggeber gesucht. Die Landesfürsten, die verschiedenen Landesfürsten in Afghanistan. Ja, yep, bro, and that's und seitdem kämpfen die alten Söldner da in verschiedenen Konstellationen. That is crazy. This is crazy, bro. Oh my God. Does he make stand-up anymore? People say he hasn't been made stand-up in 7 years. But when he drops his next stand-up skit, if he ever does, it's gonna be a big body banger, bro. Good God. Go ahead and slap a like on this video. Subscribe to the channel if you guys are new. We're gonna get into the last two parts eventually. And man.